Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu Dragon Quest 7 Fragmente der Vergangenheit. Und ich muss gerade mal selbst gucken, wo genau wir jetzt stehen geblieben sind. Hier ist alles so schrecklich friedvoll. Okay, wir haben grüne Fragmente. Drei grüne. Die eine Insel haben wir doch jetzt abgeschlossen, oder? Manchmal, wenn wir diese unbekannten Insel erkunden, wünsche ich mir, ich wäre wieder in Butzbüttel. Aber wenn ich dann hier bin, kann ich das kaum erwarten, wieder zu verschwinden. Okay. Ist jetzt die aktuelle Insel jetzt aufgetaucht? Sind wir jetzt da fertig mit dieser Liebesgedöns-Szene? Das sieht mir danach aus. Die ist hier aufgetaucht. Okay, das heißt, wir sind damit fertig. Das heißt, wir gehen jetzt natürlich dorthin, um dann bei der nächsten Insel weiterzumachen. Ansonsten wüsste ich nicht, was wir jetzt tun sollen. Erstmal natürlich zurück zu dieser Insel. Und erstmal ein paar Gegner klatschen. Kriegen wir doch hin, oder? Ja. Zerfleischen, instant down. Easy peasy. Easy peasy. Die können uns jetzt nichts mehr anhaben. So, wir sind jetzt da. Jetzt müssen wir mal gucken, wo können wir anlegen. Hier ist überall so Gebirge. Naja, wir kriegen da bestimmt irgendwie hin. Ja, alles One-Shot down. Hier. Hier sieht's doch gut aus. An Bord gehen. Okay, wir sind jetzt hier weit hinten. Und die Stadt hat sich aber dramatisch verändert. Die wurde zu einer Ruine. Oh. Diese hat vielleicht die gleiche Form und Größe wie in der Vergangenheit, aber irgendwas ist anders. Ich kann wieder diesen Kräuterduft riechen, aber er kommt aus der falschen Richtung. Das ist es. Das ist auf jeden Fall dieselbe Insel. Aber es ist auch dieselbe Stadt. Ruinen von Memorandia. Und hier ist ein grünes Fragment und das sieht aus wie der Garten aus wie heißt die Stadt da jetzt? Ich habe schon vergessen. Warte mal. Sprießling, okay. War hier nicht früher Sprießling? Oh nein, die Stadt ist verschwunden. Das in der Mitte sieht dem alten Kräutergarten ziemlich ähnlich. Ja, genau das dachte ich mir jetzt auch. Aber das scheint wohl nicht Sprießlinge mehr zu sein. Dann untersuchen wir mal die Insel mal genauer, was hier los ist. Ist Sprießlingen verlegt worden? Da ist ein Haus. Haben wir das eigentlich in der Vergangenheit auch gehabt? Nee. Nee, das war die Grotte, die garstige Grotte. Und jetzt ist hier ein Haus. Weil der Giftsumpf, ja. Die Grotte wurde umgebaut. Gasthaus zur Grotte. Okay, die haben hier nichts zu sagen, die sagen hier nichts. Gasthaus zur Grotte. Guckt man jetzt hier zur garstigen Grotte?
haben die einfach oben, ja, eine Herberge gebaut. Okay. Willkommen in unserer Herberge. Müde Reisende. Aber noch kostet 200, nein. Leb wohl. Okay, du sagst nichts Spezielles. Okay, dann gehen wir mal runter. Hier ist ein Pub drin. Und das war's. Dieser alte Chaos trinkt ganz schön viel und er redet auch viel. Er faselt den ganzen Tag von Allmächtigen und dem Dämonenkönig und solchen Zeug. Ich würde mich an eurer Stelle von ihm fernhalten. Okay, Barkeeper. Hallo, ihr macht wohl eine Urlaubsreise, wie? Was meint ihr? Ihr seid auf einer Reise, um die verlorenen Fragmente der Welt wiederherzustellen? Ja. Na sowas, klingt ja prima. Dann, solltet ihr vielleicht mit diesem alten Herrn da drüben sprechen. Er, hat vielleicht einiges zu erzählen. Nein. Oh, dann muss ich mich wohl, missverstanden haben. Mein Fehler. Genießt euren Aufenthalt. Okay. Aber erstmal zerstören wir erstmal hier. Und bekommen eine Mini-Medaille. Und das war's. Okay. Dann sprechen wir mit den alten Kauts. Was jetzt? Ihr seid nicht der, mit dem ich vorhin geredet habe. Na, ist ja auch jetzt egal. Aber da ihr die Geschichte noch nicht kennt, fange ich besser von vorne an. Vor langer, langer Zeit lebte einmal einer, der Dämonenkönig hieß. Er war auch als Ogrodimir bekannt. Dieser Niesnutzer-Lunke wollte die Welt in kleine Stücke hauen und ins Dunkel verbannen, damit sie alle ihm gehören. Er brachte ein Übel nach den anderen in die Welt. Alle möglichen Plagen. Die Menschen verzweifeln und ihre Welt wurde in der Schatten gezerrt. Ja, das hat er getan. Es war recht. Aller unterste Schublade. Was er getan hat. Na, jedenfalls hat der Allmächtige mitgekriegt, was los war. Und sich mit dem Dämonenkönig einen Kampf um die Vorherrschaft geliefert. Das hat 100 Jahre gedauert. Das war ziemlich lange. Diverse Geschichten und legendären Helden haben für die Menschheit Seite an Seite mit den Allmächtigen gekämpft. Aber der Mondkönig hatte seine eigene Armee. Mit der hatte er ja vorher schon die Welt in Stücke gehauen, ja? Was? Wer gewonnen hat, fragt ihr? Weiß ich doch nicht. Ja, woher zum Teufel soll ich das wissen? Ich schätze mal, dass der Mächtige und der Dämonenkönig all ihre Kraft aufgebraucht haben. Und am Ende waren die beide platt. Deswegen ist jetzt auch keiner von den beiden mehr da. Logisch, oder? Ich will schlafen gehen. Okay, der ist definitiv Stehhagel voll Dingsbums. Okay, es geht um den Mondkönig und einen Allmächtigen. Ob wir die noch kennenlernen werden? Wahrscheinlich. Okay. Dann suchen wir weiter. Was hier noch zu holen gibt. Vielleicht ist da hinten wieder eine Truhe oder halt nichts. Das weiß man ja nie. Hier sind aktuell keine Monster. Das ist natürlich für uns ganz gut. Wir können uns frei bewegen. Okay. Keine Truhe. Schade aber auch. Hätten sie eigentlich auch noch hinstellen können, ne? Dass sie auf beiden Inseln quasi die Truhen dort hinstellen. Zwar jetzt nicht mit den gleichen drin, aber dann braucht man nicht den Weg da latschen.
Eigentlich ist es momentan sehr wenig Tonen auf der Overworld, oder? Ich habe schon einige verpasst. Das kann sein. Okay, dort sieht es mir jetzt aus, als ob eine neue Stadt gegründet wurde, oder? Die verbindet auf jeden Fall mit der anderen Insel. Das... Nee. Ist das Weidefort? Nee, das ist doch nicht Weidefort. Moment. Da haben wir einen Berg und da oben ist eine Kirche oder sowas drauf. Was ist das denn hier? Wo geht's hier hin? Hier lang zum Meleranischen Glutsofen. Man kommt deswegen Aussicht, man bleibt wegen der heißen Quellen. Ach, Glutsofen ist da hinten. Okay. Tatsächlich. Memorandia. Okay, es ist nicht mehr Sprießling, die heißt jetzt Memorandia, die neue Stadt. Interessant. Es hat sich auf jeden Fall in der Jahre natürlich was viel verändert. Und die ist verknüpft mit Glutsofen. Memorandia. Ich wollte eigentlich zum Schild und nicht nochmal raus. Danke. Kräutergarten von Memorandia. Okay. Der erste NPC. Hallo und willkommen im Kräutergarten von Memorandia. Wir bauen hier mit viel Leidenschaft Kräuter an. Hoffentlich werden eure Gefallen finden. Hier kann sich ja eigentlich Kritzel sich gut austoben mit den Kräutern, ne? Wenn man das so sieht. Ich racke mich hier ab, bis früh und spät ab und sag's euch, meine Gelenke sind schon total kaputt. Ich wünschte, ich könnte mit meinem Chef tauschen, der jagt am liebsten einen lieben langen Tag den Mädchen nach. Drei Goldmünzen. Hier ist nix. In der Nähe gab es mal eine Stadt, die für ihre Kräuter weltberühmt war. Eine ganze Stadt. Jetzt sind das nur noch Ruinen übrig. Wäre schön, wenn man diesen Ort auch hier mal eine große Stadt werden würde. Okay, also die haben schon mal was davon gehört. Dass diese Insel oder halt das, was jetzt noch übrig bleibt, übrig geblieben ist, dass es mal eine Stadt war. Na, gehst du mal bitte raus und bleib nicht in der Zage hängen. In dieser Gegend ist vor vielen Jahren einmal etwas Merkwürdiges geschehen. Lange vor meiner Zeit. Es hat wohl grau geregnet und alle Menschen und Tiere sind zu Stein erstarrt. Was ich mich dabei frage, was war mit ihrer Kleidung? Wurde die etwa auch versteinert? Ja, eigentlich schon. Na sowas. Riecht ihr diese frische, saftige Kräuter? Die lange Reise hier hat sich wirklich gelohnt. Ich werde mich an diesen Beeten wälzen und mich überall mit den Kräutern anreiben, bis mein Schweißproblem sich verflüchtigt. Die Frauen werden sich um mich reißen. Ja, okay. Dafür solltest du dich aber noch rasieren und vielleicht eine andere Kleidung anziehen. Die Kräuter werden für die ganze... werden für die besten Kräuter der Welt verwendet. Ganz recht. Die Leute kommen überall her, um eine Tasse zu probieren. Der Mann, der diese Kräutergarten hier angelegt hat, soll ein mächtiger Malocher gewesen sein. Ich wünsche nur, er wäre noch im Leben. Ah! Hat es der Typ jetzt geschafft, den wir gerettet haben? Hat er jetzt die Stadt hier aufgebaut? Wahrscheinlich schon. Früher gab es mal noch eine Stadt westlich von hier, die für berühmt war, genau wie diese hier. Aber jener Stadt ist es begraben.
bergab gegangen. Sie ist einfach ausgestorben und heutzutage nicht nur. Heutzutage sind nur noch Ruinen davon übrig. Ja, das habe ich mitbekommen. So. Einfach nur eine Engelstatue, okay. Ist es nicht verrückt, dass jemand so ein Haus leisten kann, indem er nichts weiter tun als Kräuter zu verkaufen? Der Gründer dieser Stadt muss es faustdick in den Ohren gehabt haben. Wahrscheinlich. Ah, okay. Ich bin in einem neuen Kloster. Ohne Sorg. Dort auf dem Hügel. Wenn ihr uns besuchen möchtet, könnt ihr einfach den Weg ganz nach oben folgen. Ja, aber gleich erstmal. Angreifer hat diese Kräutergarten alter Junggeselle angelegt. Er war so auf eine Art, auf seine Arbeit konzentriert, dass er nie Zeit hatte, sich eine Frau zu suchen. Aber er hatte die Möglichkeit. So, hier haben wir wahrscheinlich einen Kräuterhändler, oder? Willkommen im Kramladen. Kräuterhändler. Hm? Oh! Okay, Stil. Nee, Stil brauchen wir nicht. Okay. Oh, Gespinst. Nee. Nee, aktuell nicht. Da waren wir drin. Dann gehen wir jetzt einfach mal in die ganzen Häuser hier rein. Oh, zwei Truhen direkt, oder? Ein paar Schleimohrringe. Und 250 Gold mit. Okay. Okay. Angriff. Moment, wer kann das gut gebrauchen? Erhöht sich nur um 1. Na denn. Ausrüsten. Okay. Erhöht sich leider nur um 1, das ist also nicht die Rede wert. Die Kräutergarten gehen richtig gut, obwohl der Chef keinen Finger krumm macht. Hoffentlich kommen in den nächsten nicht noch mehr Gäste, denn das würde uns nämlich ganz schön in die Bedouille bringen. Nichts Besonderes. Nee, ja, eigentlich wollte ich das nicht. Grosso-Clan zur Generation. Aha. Okay. Nichts Besonderes, okay. Oh ja, der hat ganz viele Markt. Mist, ich war so nah dran. 6 zu wenig. Der Chef hat gesagt, ich bekomme einen Preis, wenn ich es schaffe, 300 Mal um den Tisch zu laufen, bevor er mich erwischt. Mir haben nur 6 Runden gefehlt, wie schade. Oh. Uff, ich bin erschöpft. Der Chef hat mich den ganzen Morgen gejagt und meine zierliche Beine machen das nicht mehr mit. Der ist wahrscheinlich so ein Grobian, kann das sein? Wo haben wir den Chef? Hier macht einer Mittagsschlaf oder hat Feierabend. Ich bin fix und fertig. Der Chef hat mir aber etwas Interessantes erzählt, während er mich gejagt hat. Etwas über eine Steintafel, die er gefunden hat. Wenn er nur eine Verschnaufspause anlegen könnte, würde mir vielleicht einfallen, wo er sie hing. Okay. Aber wo ist er jetzt? Okay, gibt's ein bisschen Dessous? Ich hoffe, Maribel kann das anziehen, ein Strumpfband. Aber sollte eigentlich. Und die ist sogar besser. Okay. Hier haben wir das Badezimmer. Seit der Chef mir ständig auf die Fersen ist, bin ich richtig sportlich geworden. Okay, es geht noch weiter höher. Und hier sind wir wohl richtig. Oh, ein gelbes Fragment. Okay. Und noch eine Truhe. Aber die Truhe ist leer. 5 Goldmünzen.
Die Tür geht sogar auf. Oh. 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 Okay. Oh, hihi. Hey, 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 hey. Komm her. Der tut euch nichts. Das ist nur unser Chef. Er verkleidet sich gerne als Straßenräuber und jagt die Hausmenschen hinterher. Ah ja. Okay, wenn es nichts weiter ist. Okay.